Es ist ein recht interessantes Evangelium, das wir alle gehört haben. Gibt es keine Geschichte, die Jesus erzählt, sondern er redet so komische Dinge eigentlich. Man kann es schwer einordnen, worum es ihm geht, weil er spricht vom Ende der Tage und von Dingen, die passieren werden. Und dann sagt er noch dazu, und das stiftet zumindest bei mir Verwirrung, er sagt, diese Generation wird nicht vergehen, bis das alles eintrifft. Und also seitdem das Jesus gesagt hat, sind gut 2000 Jahre vergangen. Und das Ende ist nicht gekommen, so wie man sich das vorstellt, wenn man dieses Evangelium hört. Was meint hier Jesus? Das ist eine gute Frage und der möchte ich mich heute auch widmen. Ich weiß nicht, ob jemand von euch den Film Avatar gesehen hat. Ist zwar ein Science-Fiction-Film, aber ein sehr guter. Gut gemacht und es lohnt sich, ihn mal anzuschauen. Da geht es um Aliens und so weiter. Nicht schrecken, wenn man das einschaltet. Er ist sehr schön gemacht, also so ziemlich poetisch, würde ich sagen. Also sehr schöne Bilder. Schon deswegen lohnt sich hinzuschauen. Aber der Inhalt ist das, was mich am meisten anspricht. Da gibt es einen Jake Sully und der schlüpft in den Körper eines Aliens, um mit ihnen Kontakt aufzunehmen und zu checken, wie sie ticken, wie sie leben, was ihnen wichtig ist, weil die Menschen wollen eigentlich, dass diese Aliens sich woanders ansiedeln, auf diesem einen Planeten. Weil da, wo sie leben, da gibt es einen wichtigen Rohstoff. Und den möchten die Menschen dort abbauen. Irgendwie bekannte Geschichte. Also nicht Aliens, aber wir haben Beispiele für solche Handlungen oft in der Welt. Auf jeden Fall, dieser Jake macht das und er ist ziemlich tollpatschig am Anfang. Und eigentlich will er nur Geld, weil er ist querschnittsgelähmt. Es gibt zwar Heilung, aber es kostet viel Knete. Er hat kein Geld, obwohl er Veteran ist. So nimmt er diesen Auftrag und nistet sich bei diesen Aliens ein und versucht zu erfahren, wie sie sind. Und er verrät sie auch eigentlich dadurch. Aber dieser Verrat ist ohne Bedeutung. Ein Grund dafür ist, dass er dort eine Frau kennengelernt hat, eine aus dieser fremden Rasse, und er verliebt sich in ihr. Und aus Liebe zu ihr bekommt er einen ganz anderen Blick auf das, was passiert. Er erkennt, dass das, was die Menschen vorhaben, eigentlich böse ist, weil nur wegen Gewinn und Geld wollen sie die Aliens entweder umsiedeln oder umbringen. Und dann verübt er noch einen Verrat und er verrät seine eigene Rasse. Er kämpft gegen die Menschen, weil er erkennt, durch die Liebe zu dieser einen Frau, dass das, was sie machen, falsch ist und dass das, was dort vorhanden ist, einen Wert hat. Für diese Aliens, für diese Rasse. Es ist ein sehr langer Film, es lohnt sich, ihn anzuschauen und das, was ich euch darstelle, ist ein bisschen stümperhaft. Der Film ist sehr blau, also in Farben und grün und schön, lohnt sich echt. Was ich damit sagen will, das, wovon Jesus hier spricht, ist genau das. Er spricht zwar vom Ende der Tage und so weiter, aber das Eigentliche, von dem er spricht, ist die Liebe. Das ist auf den ersten Blick nicht so erkennbar in diesem Evangelium, aber da steht, dass er Engel schicken wird, um alle zu sammeln aus allen Windrichtungen.
Und woanders in der Heiligen Schrift, vor allem in der Offenbarung, aber auch im Buch Daniel, aus dem wir auch gehört haben heute, wird so eine Liste aufgeführt, wer da alles gesammelt wird und was für Menschen und Lebewesen zu Gott geführt werden. Und das Unterscheidungsmerkmal von denen, die das ewige Leben bekommen am Ende der Zeit, ist, ob sie geliebt haben oder nicht. Und ich glaube, dass wir zu oft das vergessen, dass das Einzige, was nicht nur im Leben, aber auch in der Nachfolge zählt, ist, ob ich liebe. Und Lieben hat viel mit Gefühlen zu tun, aber das ist vor allem eine Entscheidung für einen Menschen, für Gott, für andere. Und das ist die Frage, ob du dich für ihn, für sie, manchmal für es sind auch Tiere, die man liebt, uns entscheiden. Ob ich meine Zeit für ihn investiere, für den Menschen neben mir oder nicht. Und die Nachfolge entscheidet sich darin, ob ich diese Entscheidung für Gott treffe oder nicht. Ich verbringe ziemlich viel Zeit mit jungen Menschen und das ist schön. Und eines, was mir auffällt bei jungen Menschen, also wenn man noch keine 25 ist, lebt man ein bisschen anders. Die Älteren sagen oft, das ist leichtfertig, wie die Menschen leben. Das ist irgendwie alles, man hat keine weite Sicht, wenn man so jung ist. Weil wenn eine gute Idee aufkommt, wenn du jung bist, dann sagst du, ich will das machen und man macht es. Egal, was es kostet. Ob, wenn man sich verliebt, also ältere Menschen verlieben sich auch, aber bei Jüngeren kommt es öfter vor, würde ich so behaupten. Also ob man sich verliebt oder eine Reise machen will oder sich etwas kaufen möchte. Also wenn du kein Geld hast und ein neues Smartphone dir kaufen willst und es wirklich dir Freude macht dann, wenn du es hast, wie viel sind fähig junge Menschen zu tun, damit sie das bekommen? Und man kann sagen, das ist oberflächlich, das ist nicht nachhaltig, das ist verschwenderisch. Aber das ist das, was Liebe ausmacht. Sie fürchtet nicht davor, oberflächlich zu sein, auch im Verhältnis zu Gott. Es ist egal, wie du nach außen wirkst, wenn du betest, wenn du die Nachfolge eintrittst und verfolgst. Es ist egal, was andere darüber sagen und meinen. Und wenn du verschwenderisch lebst, das ist das, was ich bei jungen Menschen eben sehe, das ist das, wovon ich spreche, dieses verschwenderische Leben für Dinge, die einem wichtig sind, für Menschen, die einem wichtig sind, für Gott, der mir wichtig ist. Wenn du so lebst, dann wirst du am Ende der Tage, von dem Jesus spricht, von diesen Engeln zusammengerufen, weil du einen Platz bei Gott hast. Und dieses verschwenderische Leben für Gott kann sich auf verschiedene Weisen zeigen. Die einen werden sich sozial engagieren und das ist gut so. Die anderen werden ins Gebet gehen und das ist gut so. Wieder andere werden versuchen, den Glauben zu verteidigen. Warum nicht? Das ist im Grunde genommen nicht entscheidend. Wenn es entscheidend wäre, dann würde Jesus sagen, was wir zu tun haben. Er würde uns eine Liste hinterlassen und sagen, wenn du das tust, dann gut. Wenn nicht, naja, dann schleich dich einfach. Ne? Jesus hat es nicht gemacht, weil er Vertrauen in dich und in mich setzt.
weil er weiß, was in mir und in dir steckt. Und er weiß, du kannst es für ihn verschwenden. Und die Sache mit Gott ist, das ist auch in, vor allem in Beziehungen, so mit Menschen, wenn du verschwenderisch lebst und liebst den anderen und für den anderen, dann bekommst du viel mehr, als du investiert hast. Bei Menschen ist das Risiko sehr groß, dass er dich hängen lässt. Also kommt öfter vor, als man sich das wünschen würde. Bei Gott ist es nicht so. Wenn du dein Leben für ihn verschwendest, und das heißt nicht wegwirfst, obwohl manchmal wirkt es nach außen so, aber wenn du dein Leben für ihn verschwendest, dann liebst du. Und das ist das Einzige, was in der Nachfolge zählt. Ich sage das mit voller Entschiedenheit. Entscheidend für die Nachfolge ist nicht, ob du nach den Geboten lebst, nach der Morallehre der Kirche, nach dem Katechismus. Das ist nicht entscheidend. Das ist erst der zweite, dritte, fünfte, sechste Schritt. Entscheidend ist der erste Schritt. Ob du bereit bist, Gott zu lieben. Und wenn du das Gefühl hast, ich kann das gar nicht, dann schau auf junge Menschen, die können das. Die haben es noch nicht verlernt. Ich sage so, weiß nicht, ob es den Eltern auch so geht, aber ich bin schon fast 40 und ich muss mich echt anstrengen, um so zu leben. Und es gelingt mir sehr oft nicht, weil ich schon so vieles im Kopf habe, was ich verlieren könnte, wenn ich das oder jenes tue. Aber ich möchte dir sagen, Gott liebt dich über alles. Er lebt verschwenderisch für dich. Jeden Tag, jede Sekunde deines Lebens an deiner Seite. Jesus Christus ist auf diese Welt gekommen, um dich zu erretten, sein Leben für dich und für mich hinzugeben. Er lebt das. Versuche es auch zu leben. Und wenn es nicht gelingt, wie gesagt, auf junge Menschen schauen oder sich selber bei der Nase nehmen und sagen, ich möchte doch versuchen. Wenn es mir heute nicht gelungen ist, dann morgen. Und du wirst sehen, dass was Jesus sagt, wird Geltung haben. Dass er uns sammeln wird als sein Volk, als Volk von Menschen, denen eines ausmacht, dass wir lieben können, ohne Bedingungen zu stellen. Ich habe zu lange geredet und das, was ich rede, ist nicht immer wichtig. Wichtig ist der Herr. Und ich habe gesagt, dass er an unserer Seite ist und ihm diese Welt und du und ich nicht egal sind. Er lebt verschwenderisch für uns. So lasst uns nun zuerst unseren Glauben an diesen verschwenderisch lebenden Gott bekennen und dann die Fürbitten sprechen.